Möglichkeit, wenn ich jetzt in der Früh rausgehe, muss ich natürlich mein Netz überwachen. Nicht ihm zwar etwas Gutes sagen, dann gehe ich raus und dann kommt die erste Blondine und schon schaue ich hin. Ich muss also mein Netz überwachen. Nicht nur ihm was sagen, sondern auch schauen, dass sich daran hält, was ich ihm sage. Nachdem man also seine Netzregeln aufgestellt hat, gilt es auch, diese Regeln zu kontrollieren. Der Netz darf nicht alleine gelassen werden. Man muss ihn ständig beobachten. Denn merkt der Netz, dass du ihn nicht kontrollierst, dann macht er, was er will. Wenn so Tauland weiß, ich renne nicht jedes Mal hinterher, ich schimpfe nicht jedes Mal, der macht, was er will. Der bringt diese Natascha, der bringt diese Kiste Bier, der bringt das geklaute Auto, der bringt den geklauten Hubschrauber, der bringt das Raumschiff, alles geklaut, was sie nicht traut. Du musst immer wieder Handschellen anlegen, seine Finger mit solchen Handschuhen zu machen, wo er nichts greifen kann, anders ist nicht beizukommen. Also wie der Netz, ich muss den Netz laufend unter Kontrolle haben. Wenn er merkt, ich lasse ihn ziehen, wenn ich in eine U-Bahn reingehe und ich nehme durch diesen Schatten wahr, es kommt ein junges Mädchen rein, und ich erlaube meinen Schätern, dass sie die Augen nach oben machen, um sie richtig anzuschauen. Dann hat der Schätern schon weiß, ich kontrolliere ihn nicht, ich lasse ihn doch machen, obwohl ich es ihm in der Früh gesagt habe, lass bitte deine Augen unten, er macht sie trotzdem hoch. Billa Habeshi, Radu An, das war unser schwarzer Muslim, der erste Gebetsrufer war, er ging ein zum Propheten zu Salem und fragte ihn, ich habe viele Sünden begangen. Wird meine Töbe bei Allah akzeptiert? Der Prophet sagte, ja. Bilal Radu'an fragte den Propheten zu Salem, als ich die Sünden begangen habe, hat Allah mich da gesehen? Der Prophet zu Salem antwortete, ja. In diesem Moment fiel Bilal Radu'an in Unmacht. Daraufhin sagte der Prophet Sallam, macht so ibadet, als würdet ihr Allah sehen, auch wenn ihr ihn nicht seht. Denn kann jemand, der glaubt, dass Allah ihn sieht, bei seinen Taten etwas Schlechtes tun? Also, will er sein Leben vor dem Islam? Da hat er natürlich Dinge getan, die wohl nach dem Islam nicht erlaubt sind. Und er fragte deshalb den Propheten, hat Allah all meine Sünden vergeben? Jawohl. Mit der Annahme, mach mal schön zu bitte hier dann. Mit der Annahme des Islams wird alles ausgelöst. Jetzt wollte aber Bilal wissen, wenn schon so spät kommt, dann stör wenigstens nicht. Dann wollte Bilal jetzt aber wissen, also an, hat dann Allah alles denn gesehen? Damals für die Leute muss das ihnen eingeprägt werden, was unter Allah zu verstehen ist. Dass es nicht eine Götzen ist, was sie selber gemacht haben. Du stellst den Schrank rein, sperrst ihn zu und dann machst du Sünden. Wenn du nachher deinen Götzen brauchst, holst du ihn vom Schrank raus und betest ihn an. Der hat nichts gesehen. Da kann der aber auch nicht helfen. Aber das war damals ihr naiver Glaube. Deshalb wollten sie Bescheid wissen. Als ihnen bewusst wurde, Allah hat alles gesehen, ist Bilal in Unmacht gefallen. Meine Güte, wer weiß, was alles früher getan hat. Und das wurde ihm bewusst und Allah sieht mich, hat mich gesehen bei allen. Deshalb sagt der Prophet, wenn du eine Tat machst, dann sei dir bewusst, Allah sieht dich beständig. Wenn du das wirklich bewusst bist, dann machst du keine Sünden. Wenn du jetzt mit einem Mädchen da rausgehen willst und du weißt, Allah sieht mich, dann lässt du Abstand, weil du weißt, Allah möchte das nicht. Sein innerer Kampf mit sich, jetzt zu sagen. Ein Scheich sagte eines Tages zu seinem Schüler, hier hat jeder von euch einen Vogel. Und nun geht dorthin, wo euch keiner sieht und tötet den Vogel. Alle Schüler gingen mit ihrem Vogel und töteten den Vogel dort, wo sie dachten, dass sie keiner sieht. Alle kamen zurück mit ihrem toten Vogel. Nur einer kam mit dem lebendigen Vogel zurück. Die Schüler waren verwundert. Die
ihr anderer Schüler hat den Auftrag ihres Scheichs nicht erfüllt. Darauf fragte der Scheich seinen Schüler, warum hast denn du deinen Vogel nicht getötet? Dann sagte der Schüler, ich fand keinen Platz, wo ich unbeobachtet bin, dass ich diesen Vogel töten könnte. Was war diesem Schüler bewusst, was den anderen Schülern nicht bewusst war? Allah sieht alles. Allah sieht alles. Die Schüler, die haben nur das Weltliche gedacht. Der Nachbar soll mich nicht sehen, die Tiere soll mich nicht sehen, vielleicht das nicht, das nicht. Aber der Schüler hat gedacht, Allah sieht mich. Und wenn man sich das bewusst ist, dass Allah sieht, dann neigt man auch nicht die Sünden. Aber wenn man natürlich Allah in Vergessenheit gerät, wenn man sich keine Gedanken macht, wenn man keinen Islam lernt, wenn man nicht lernt und begreift und sich sagt, Allah sieht alles, dann ist man zu allem bereit. Man macht Sünden, man macht Sünden, man macht Schlechtes, weil wer denkt dran, Allah sieht mich. Wenn ich nachher rausgehe, einen schlage, ich denke nicht dran, Allah sieht mich. Wenn ich rausgehe, da steht ein Fahrrad, ich möchte nicht so allein laufen, ich nehme einfach das Fahrradradler mit nach Hause, sieht mich ja keiner. Polizei nicht da, es ist dunkel, das Fahrrad stand auch noch so schön abseits, wo keiner sieht, ich nehme es einfach. Aber dass Allah sieht, ist diesem Menschen nicht bewusst. Das Gottvergessen sein, immer ein Gafle zu sein, dann macht man sowas. Eines Tages kam ein Schüler zu seinem Scheich und sagte, ich kann mich nicht davor zurückhalten, auf der Straße die Mädchen und die Frauen anzuschauen. Was soll ich nur gegen diese Sünde tun? Fragte sein Scheich. Der Scheich sagte, dann denke einfach daran, dass Allah dich bei deiner Handlung besser sieht, wie du dieses Mädchen siehst. Wenn du also ein Mädchen anschauen willst, dann denk jetzt in dem Moment dran, Allah sieht viel besser mich und dem, was ich vorhabe. Dann wird es dir dazu helfen, dass du dieses Mädchen nicht anschaust. So, da sich das Thema noch sehr hinzieht, wir machen jetzt hier Schluss. Wir wollen euch nicht überfordern. Amen. Allah, wir danken dir, dass wir uns hier treffen konnten. Und wir bitten dich, Rabbin, mögst du denen vergeben, die heute schwach geworden sind, die nicht zum Sohbet hergekommen sind, stattdessen in die Disco gegangen sind. Mögst du ihnen trotzdem vergeben, mögst ihnen die Hidayat geben, auf dass sie Töre machen, auf dass sie bereuen und dass sie das nächste Mal nicht mehr tun. Alle Himmel mögst du alle Muslime beistehen, dass ihnen bewusst wird, was es heißt, ein Muslim zu sein. Dass sie dir dienen von ganzem Herzen, dass sie von den Sünden zurückhalten und dass sie ihren Verstand benutzen und gegen ihr Nefs kämpfen. So danken wir dich, Rabbin, dass wir doch hier sein dürfen und bitten dich, dass uns auch immerhin weiter zu ermöglichen, dass wir uns hier treffen können, dass wir dir nahe kommen können, dass wir unter solchen Menschen sind, die deinen Weg gehen wollen. So bewahre uns vor den Listen des Scheitans. Bewahre uns vor den Einflüsterungen des Scheitans. Bewahre uns davor, Rabbin, dass der Scheitan der Herr unseres Nefs ist. Gib uns viel mehr Kraft und Wissen, dass wir gegen unser Nefs kämpfen und wie wir gegen unser Nefs kämpfen sollen, Rabbin. Dass wir uns von Jahannam entfernen und den Weg des Paradieses gehen. Und Rabbin, stehe alle Menschen bei, dass sie Rechtleitung bekommen und führe sie zu deinem Weg. Bewahre sie vor Jahannam und lass sie eintreten in Jannat. Und Rabbin, stehe alle Menschen bei, denen Ungerechtigkeit zugeführt wird. Lass sie Geduld haben, lass sie ausharren, bis du ihnen einen Weg gibst, eine Möglichkeit wegzukommen von dieser Sache. Alhamdulillah, Rabbil Alamin.